Meine Damen und Herren, jedes künstlerische Ereignis sollte zu einer bleibenden Erkenntnis führen. Heute Abend könnte man den Eindruck gewinnen, es vertiefe sich letzten Endes jede Oper in dasselbe Thema, das Problem der zwei Geschlechter. Was also nehmen wir als innere Bereicherung heute mit nach Hause? Wohl die besorgte Einsicht, Männer und Frauen passen einfach nicht zusammen. Im Finale von Verdis Oper Othello erdrosselt der venezianische Feldmarschall Othello nach Dienstschluss mit bloßen Händen seine Gattin. Der Bundesverteidigungsminister bemerkt hierzu, es habe sich seinerzeit um eine veraltete Methode gehandelt, die keine Rückschlüsse zulasse auf die heutige Schulung verheirateter Berufsoffiziere. Erleichtert durch diese gute Nachricht warten wir singend bei strömendem Gewitterregen in einem nächtlichen Hafen, um mit dem durchnässten Chor das berühmte Esoltate, freut euch alle, des heimkehrenden Othello zu erleben. Es singen Wladimir Tschernow, Clemens Bieber, Jörg Schörner und Chunbun Liao. Es springt an Land Giuseppe Giacomini. Zuvor aber das letzte Nachtgebet des Dämonas, gesungen von Montserrat Caballé. Yeah.